Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary in meinem Kanal. Heute mal wieder Pokémon. Heute gegen den Alex. Und euch fällt vielleicht auf, wir haben ziemlich ähnliche Teams. Ich starte mit Rotom W, Panzer Aeron, Fiaro, Sneebunna, Bisaflor und Gardevoir. Gegen ein Panzer Aeron, Gardevoir, Volcarona, Fiaro, Skorgro und ein Rotom W. Ja, zwei Pokémon unterschiedlich, drei gleich. Das ist übrigens auch ein sehr interessanter Kampf, meiner Meinung nach. Und wir starten am besten auch gleich mal rein. Ja, ja, das ist immer so ganz, ganz toll. Ne? Alex will mit dir kämpfen. Dünn, Epic Muck. Ja. Okay, ich starte hier mit Rotom W. Einfach, weil sicherer Anfang, weil ich nicht genau wusste, womit er anfängt. Und er kommt natürlich mit Panzer Aeron. Also mache ich mal einen Voltwechsel, was so einem Panzer Aeron ziemlich, ziemlich weh tut, weil es hat wirklich nur Feuer- und Elektroschwäche. Was anderes tut dem halt nicht weh. Und da war ich mit Rotom eigentlich ziemlich gut dran. Ich wusste natürlich, dass das Robustheit hat, also dass es jetzt noch lebt. Und nehme natürlich ein passendes Pokémon, um es eventuell weghauen zu können. Und ja, ich komme mit Aria halt rein, weil Eissplitter, Prio-Attacke und so. Egal was, kriegt Schaden dadurch. Aber er macht natürlich Wirbelwind und ich komme mein eigenes Panzer-Aeron raus und ich nutze das jetzt so, okay. Entweder er macht jetzt Ruheort und ich kann Tarnstein legen oder er macht auch Tarnsteine, was mir egal wäre in diesem Sinne. Und er macht halt den Ruheort. Wie gesagt, das Panzer Aeron ist gerade so das geringste meiner Sorgen eigentlich so. Deswegen, ne, wie gesagt, lassen wir machen. Jetzt legt er natürlich selber Tarnsteine. Wie gesagt, interessiert mich auch nicht wirklich in diesem Fall, weil das Pokémon bis auf 1, also Fiaro, nicht sonderlich anfällig dafür ist, der Rest des Teams. Und ich kann auch natürlich jetzt durchwechseln. Und da kommt Kalle, das männliche Gardevoir. Kam ein geiler Name. Na gut, ich hatte auch mal ein männliches Shiny Gardevoir rausbekommen beim Züchten, das habe ich Queenie genannt. Ich soll vielleicht die Schnauze halten. Auf jeden Fall kommt hier eine Mondgewalt, die ja eigentlich nicht so viel macht bei einem Panzer Aeron, aber dafür, dass es nicht effektiv ist, es ist ein Mega Gardevoir. Ja, das tat jetzt mehr weh, als es mir eigentlich lieb war an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe wieder, wie gesagt, Wirbelwind gedrückt und jetzt kommt Fiaro rein und da kommt das, worauf ich gewartet habe, der schöne... Tarnsteine schaden. Das heißt, wenn Fiaro jetzt nochmal wieder rausgewechselt und wieder reingewechselt wird, ist es auf jeden Fall dood. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie nichts macht, so ganz gut, boah. Ich wechsle jetzt einfach in meinen Rotom, weil da kann Fiaro mal gar nichts gegen machen, einfach gegen Rotom. Da kommt jetzt auch ein Flammenblitz, weil, wie gesagt, eine Feuerattacke gegen einen Panzer Aeron wäre halt sehr effektiv, aber gegen Rotom, das juckt das Vieh nicht wirklich. Und ja, der Fiaro kriegt noch ordentlich Schaden. Einmal den Rückstoßschaden, dann noch den Lebenorbschaden. Jetzt macht es Sturzflug. In der Hoffnung, meinen Rotom zu killen. Nee. Rotom nimmst du so leicht nicht mit Fiaro. Rückstoßschaden, Lebenorbschaden. Und ja, hier kommt eine Hydropumpe in your face. Also, das ist ein bisschen Overkill bei den HP, aber ja. Ich wollte nicht schon wieder rauswechseln. Ich wollte nämlich drinbleiben. Es hat nur Hydropumpe und Voltwechsel als Attacke. Das heißt, ich hatte nur diese beiden zur Auswahl. Und da kommt wieder Panzer Aeron, das übrigens keine Robustheit mehr hat und langsamer ist und so. Ja, er ruft es auch gleich wieder zurück, also Double Switch. Also von daher, da habe ich mir schon fast irgendwas gedacht, dass das nicht sein kann. Da kommt ein Skorgro, weil er dachte, jetzt kommt der Voltwechsel. Ja, hat aber auch nur gedacht, jetzt kommt die Erholung. Tada! Kumpel Jesus und so, nein. Auf jeden Fall, ich habe eine Maronbeere da drauf, oder wie die heißt. Die auf jeden Fall hier den Schlaf wieder aufhebt. Hier, Maronbeere, genau. Zack, jetzt schon schlafe ich nicht mehr und bin wieder voll, also Rotom einmal G-Punkt natzt. Ja, jetzt die Hydropumpe fängt er natürlich ab, weil er ist Flugboden, die Hydropumpe wird ihm wehtun, vor allem weil es eine spezielle Attacke ist und er ist ein physischer Tank. Also geht er gleich wieder raus, hat im Prinzip jetzt nur eine Runde gewonnen, um sich zu heilen und schickt sein eigenes Rotom rein. Ich habe natürlich intelligenterweise einfach nochmal Hydropumpe gedrückt. Ich hätte natürlich jetzt denken können, dass er wechselt, aber ich hätte auch denken können, er macht jetzt Toxin und wird mich dann runterstellen. Und ich wollte einfach sagen, okay, das Haus ist dann, das Haus ist weg. Entweder Toxin er dich jetzt oder er kriegt dich weg, egal was reinkommt, es kriegt Schaden, erstmal durch eine Hydropumpe. Deswegen, jetzt mache ich Voltwechsel, in weiser Voraussicht, dass ich wohl ein bisschen schneller bin als das Vieh da, weil ich doch ein ganz bisschen Init-Investment habe in dem Ding. Allein, um so ganz einige Sachen doch überholen zu können. Und ich hole jetzt einfach das rein, was keinen Fuck gibt auf das Vieh, auf Rotom, nämlich mein Benjamin. Und wer weiß, warum das Vieh Benjamin heißt, kriegt einen Gummipunkt. Ich kriege jetzt erstmal eine Verbrennung drauf. Interessiert mich auch nicht sonderlich weiter. Ist halt mega Bisaflor in dem Sinne. Also Rotom könnte jetzt nichts machen, was normal Bisaflor schadet. Und es kann auch nichts machen, was mega Bisaflor schadet. Die Verbrennung ist im besten Fall nervig auf dem Vieh, weil es ist einfach ein spezieller Angreifer mit gut Leben, guter Verteidigung.
Ja, wie gesagt, Verbrennung nur nervig und nichts anderes. Aber in weiser Voraussicht geht er natürlich raus. Rotom kann nichts machen gegen einen Mega-Visaflor. Darauf habe ich ja gebaut. Da kommt Ramot. Das natürlich auch wieder ordentlich Steinchenschaden kriegt. Deswegen war es für halt mich wichtig, dass als ich das Team gesehen habe, dass ich die Steinchen rauskriege. Und Ramot kann richtig, richtig nerven. Ich nuckel daran jetzt so ein bisschen. Und ich meine, ich kriege wenigstens gerade so vielleicht den Brandschaden raus. Ich weiß es gar nicht. Naja, nicht mal. Ja, aber auf gut, im Prinzip, Visaflor macht das zwar jetzt nicht so viel aus der Feuerreihe, weil es ja keine Feuerschwäche mehr hat, dank Speckschicht. Aber ich habe natürlich etwas, was viel besser mit so einem Ramot fertig wird, nämlich meine Philomena. Mein Shiny Fiaro. Und ja, jetzt kann, da kann er jetzt noch sich so boosten hier gerade. Ich habe Prio Sturzflug mit einem Walband Fiaro. Also es verstärkt die Angriffsattacken, kann aber nur eine einsetzen. Also kein nicht irgendwie ein Lebenorb, sondern richtig Walband, weil genug Rückstoßschaden bekomme ich schon auch so. Ich hätte es auch einen Ruheort machen können, dann wechseln können und so, aber wie gesagt, liegen Steinchen, macht keinen Sinn. Und jetzt mache ich einfach All-Out Attacking mit dem Fiaro, weil, wie gesagt, ist einfach, das ja, wie gesagt, es nützt mir nichts mehr. Ich kann es eh nicht nochmal reinrufen. Es wäre tot durch den Steinchenschaden. Ich mache einfach jetzt, wie gesagt, All-Out. Jetzt kommt Panzeron rein, kriegt auch nochmal Steinchenschaden, hat er gleich wieder Doppelswitch gemacht. Warum, weiß ich nicht, weil Rotom müsste eigentlich auch einen Sturzflug aushalten. Aber ja, jetzt kommt das Vieh rein. Und ja, es war nicht effektiv, ich kriege wieder ein bisschen Schaden. Aber das Panzeron, ja, ne, hat jetzt den, durch den Wechsel den Schaden bekommen, ich mache einfach nochmal Sturzflug. Und dann hat sich die Geschichte, dann ist auch das Panzeron weg bei den wenigen Leben. Wenn das jetzt voll gewesen wäre, dann wäre das natürlich die beste Wall gewesen, die man hätte haben können. Aber bei den wenigen Lebenspunkten nützt das einem gar nichts. Jetzt kommt Skorgro. Das ist, was ich von Anfang an hier übrigens eingesetzt hätte und mir das Panzeron aufgehoben. Weil Skorgro interessiert es jetzt mal gar nicht. Vor allem, jetzt kommt einfach ein Schutzschild. Und ja, das Sturzflug ist eine Runde halt aufgeschoben. Man kann sich wieder ein bisschen selber heilen, kann den Steinchenschaden wegmachen. Aber ich weiß nicht, also ich hätte hier einfach draufgekloppt. Weil ein Sturzflug von einem Fiaro auf ein defensives Skorgro, das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Ja, da habe ich auch schlecht geguckt. Genau so. Das war eigentlich viel zu viel Schaden, fand ich jetzt für meine Meinung. Ich weiß nicht, warum hier jetzt ein Toxin kommt. Also ich hätte hier einfach hier einen Abschlag oder sonst was gemacht. Ich glaube, das Vieh hat nur Erdbeben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also wie gesagt, ich glaube, hätte es einen Abschlag, wäre er, glaube ich, gekommen. Jetzt kommt ein Schutzschild, gut. Und dann hat er mich halt eine Runde kaputt gestellt. Aber ich finde, es hat gut Schaden gefressen einmal noch dafür. Und Philomena hat ihren Job erledigt. Was soll ich sagen, ja. Mehr kann man von einem Fiaro jetzt nicht erwarten. Ich weiß, Fiaro ist, oh, das ist die Dorfmatratze. Jeder hat eins, jeder war mal drauf, so nach dem Motto. Also es ist halt einfach auch ein gutes Pokémon. Muss man dazu ganz ehrlich sagen. Das ist ähnlich so wie Staraptor. Das ist auch schon übel stark. Und ich hole jetzt einfach Aria rein. Das ist, wie gesagt, sauschnell. Eis, Step-Attacke, Abschlag, den neuen. Das ist eher ein Geht. Das habe ich eher ein Geht bekommen aus Gen 5. Ja, das haut jetzt einfach alles schön weg. Jetzt kommt hier ein Eisheap auf das Rotom. Das überlebt das Rotom natürlich jetzt noch, weil Rotom ist ja ein bisschen defensiver und das ist nicht effektiv. Sogar mit Lebenorb auf Dings. Viele spielen es ja auch gerne mit Fokusgurt. Ich habe einen Lebenorb drauf und jetzt kommt einfach der Abschlag, was so ein Rotom natürlich dann fickt ohne Ende. Weil Rotom trägt meistens ein Item, irgendwas und ja, Überreste in diesem Fall und weg sind sie. Da macht so ein Abschlag Step doppelter Schaden auch noch, ja. Das gleiche gilt hier für ein Gardevoir. Hier könnte ich auch Abschlag machen, aber ich kann das Vieh ja nicht abhauen, also sein Item. Also gibt es einfach ein Ice Heap und das hat, wie gesagt, keine Death, so ein Gardevoir. Das ist dann auch einfach Tschüss Fuchikato. Und dann hat sich die Sache. Das hier war so ein reines, ja, war im Prinzip schon so ein reines Game, weil ihr seht, Skorgro, keine Chance, da kriege ich jetzt ein Ice Heap vor die Fresse. Da kann er aber jetzt auch eine Runde Schutzschild machen, das würde ihm auch nicht helfen, weil das ist vierfach Schwäche, Eis und dann hat sich das. Also die letzten habe ich jetzt dann einfach mit Aria aufgeräumt. Und das war das Spiel gegen Alex. Auch ein sehr guter Kampf. Ist, also wie gesagt, fast gleiche Teams. Ich glaube, hier war einfach das Problem, dass er durch die Steine mehr Nachteile hatte als ich, weil er zwei Pokémon hatte. Das hat viel ausgemacht. Allein, weil er sein Ramot nicht voll ausspielen konnte, sein Volcarona. Konnte er nicht voll ausnutzen. Denke mal, das hat hier auch schon viel beigetragen. Dann einige schlechte Wechsel. Naja, ich weiß nicht genau, woran es lag, aber ich habe auf jeden Fall gewonnen. Yippie, ich habe mal wieder gewonnen. Und ich sag wie immer, bis denne, euer Tio.